Topspiel und Verfolgerduelle. Wir gucken auf den 20. Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga. Junge, Junge, schon der 20. Spieltag, es geht langsam in die richtig heiße Phase. Aber ich war letzte Woche kalt wie nie. Erst im allerletzten Spiel des Spieltags bei Braunschweig 2:1 holte ich meine ersten und einzigen 3 Punkte des Spieltags. Dass ich damit verliere, ist klar, aber es war dann doch richtig, richtig knapp. Denn mein Gast letzte Woche, Felicio, der traf Fürths Sieg gegen meine Kieler 2:1 exakt richtig, kam damit auf 4 Punkte und gewann also dieses Grottenduell mit 3:4. Bei allen anderen Spielen lagen wir falsch, also das war wirklich eine bodenlose Woche. Das muss jetzt besser laufen und mein Gast diese Woche ist MDETZ Musti. Musti von MDETZ TV. Der Gala-Fan dreht ebenso wie ich Stadionvlogs, vor allem bei Hannover und beim FCM ist er besonders oft anzutreffen. Fachwissen ist also da, sogar besonders viel, da er sich die Tipps theoretisch von den Spielern direkt selbst abholen kann. Er ist mit einigen Kickern aus der zweiten Liga ziemlich gut befreundet. Los geht's am Freitagabend mit dem Duell Karlsruhe gegen Wiesbaden und den 2 Überraschungssiegern vom vorigen Spieltag. Der KSC bezwang den HSV mit 4:3 im Volkspark, während der SVWW Hertha BSC zu Hause 3:1 deutlich schlug. Beides Siege, die wahrscheinlich nicht so unbedingt eingeplant waren, aber natürlich vor allem Siege, die man auf jeden Fall sehr, sehr gerne mitnimmt. Und der KSC steht jetzt bei 6 von möglichen 6 Punkten im Jahr 2024. Das schlägt sich auch in der Tabelle nieder. Die Baden klettern hoch bis auf Platz 8. Seit bereits 7 Spielen ist die Mannschaft von Trainer Christian Eichner bereits ungeschlagen und die wollen natürlich mehr. Doch Wiesbaden ist immer eklig zu bespielen. Stürmer Franko Kovacevic, der konnte jetzt endlich seine Torflaute beenden und das gleich doppelt. Und natürlich, ihr kennt es inzwischen, Torwart Striezel, der hielt wieder mal richtig, richtig stark. Trotzdem sind die Gastgeber für mich der Favorit. Auch hier traf einer doppelt, in dem Fall war es Martinovic. Aber vor allem der KSC hatte eine richtig gute Mannschaftsleistung und sie sind ruhig geblieben. Sie haben sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und ich glaube, deswegen gewinnen sie hier mit 2:1. Musti stimmt mir zu, er tippt sogar 3:1 KSC. Ebenfalls Freitagabend kommt es dann direkt schon zu Mustis und meinem Highlight des Wochenendes, denn Holstein Kiel ist zu Gast beim 1. FC Magdeburg. Es ist also wieder Nille-Derby-Zeit und natürlich kommt auch ein Vlog, beziehungsweise diesmal 2, denn ich mache einen und Musti macht auch einen. Also lasst gerne ein Abo da. Im Gegensatz zum Spiel eben haben hier letzte Woche beide Mannschaften verloren. Und vor allem bei meinen Kielern läuft es momentan so gar nicht gut. Die Verletztenwelle nimmt nicht ab und insbesondere vorne merkt man das Fehlen von Pichler und Arp. Tuto Machino ist leider komplett außer Form. Ein Ersatz wurde wohl leider nicht gefunden und auch im Mittelfeld, da fehlt Kapitän Sander jetzt schon länger. Das merkt man dann doch auch. Und zu einem Überfluss, als wäre das nicht schon genug, ist jetzt auch noch die halbe Mannschaft krank gewesen unter der Woche. Von der Euphorie aus der Hinrunde ist also so gut wie nichts mehr da. Letzten Sonntag beim 1:2 gegen Starke Fürth, da muss man ja auch sagen, hielt man lange gut mit. Dann traf man zweimal den Pfosten und am Ende fuhr man trotzdem mit leeren Taschen nach Hause. Es muss also dringend ein Sieg her, wenn man an den Aufstiegsrängen dranbleiben will. Der FCM braucht den Sieg aber auch, denn die Domstädter stehen nur noch 3 Punkte vor dem Relegationsplatz. Dazu verließ unter der Woche überraschend Cristiano Piccini den FCM und auch ganz brandneu Ahmed Arslan geht wohl wieder zurück nach Dresden, also auch der wird wohl nicht mehr zur Verfügung stehen. Die letzten Duelle konnte der FCM aller gewinnen, allerdings alleine 3-mal im Jahr 2023 in Kiel. Ja, ich war jedes Mal da, es waren jedes Mal viele Tore, aber jedes Mal hieß der Sieger am Ende Magdeburg. Ich weiß nicht, ob das diesmal auch wird, denn diesmal ist es natürlich ein Spiel in Magdeburg. Beim FCM fehlen Elfadi, Heber und Bockhorn gesperrt, bei Kiel ist es Rothe, der gesperrt fehlt. Also schon eine Menge spart Elf-Potenzial, was da nicht zur Verfügung steht. Ich denke, es wird wie die letzten Male ein torreiches Spiel, diesmal wird es ein 2:2 unentschieden. Das würde ehrlich gesagt beiden nicht so helfen, Musti glaubt daher oder vielleicht auch nicht deswegen, aber er glaubt an die Kieler, er glaubt an die Besten. Immer noch beste Auswärtsmannschaft der Liga, hat er ja auch ein Argument und sagt 2:1 gewinnt Holstein. Am Samstag kommt es zum Abstiegskrimi zwischen Schalke und Braunschweig. 15. gegen 16. Aber die Gäste sind mal viel besser drauf. Platz 1 in der Formtabelle. 4 Siege am Stück und den direkten Abstiegsplatz schon mal verlassen. Mit einem Sieg hier auf Schalke wäre für Braunschweig sogar der Sprung auf Platz 13 möglich. Gegen diese Eintracht willst du momentan nicht spielen. Zuletzt wurde der FCM mit 1:0 bezwungen. Trainer Scherning marschiert weiter. Und Schalke? Bei Schalke läuft ehrlich gesagt gar nichts. Zum Jahresauftakt gab es direkt 2 Niederlagen, dass man ziemlich deutlich gegen den HSV verlor, das lässt sich noch verkraften, aber das 4:1 gegen Kaiserslautern, das tat richtig weh. Im Tor wird jetzt wohl reagiert, der in den ersten Wochen mit Abstand beste Schalker, Marius Müller, ist endlich voll genesen und kehrt jetzt auch dann wahrscheinlich direkt ins Tor zurück. Ist auch die einzig richtige, also meiner Meinung nach ein No-Brainer, der war wirklich der beste Schalker. Wenn der fit ist, muss der spielen, der ist viel besser als Fährmann. Eine gute Leistung von Müller wird allerdings auch direkt nötig sein, um die schlechteste Abwehr der Liga zu stabilisieren.
Doch auch die Offensive war alles andere als gut. Einzig Neuzugang Schulinov, der zündete richtig und war direkt eine Bereicherung. Es ist immer noch der FC Schalke 04 im heimischen Stadion gegen Braunschweig, die im November noch abgestiegen waren oder so gut wie abgestiegen waren, aber trotzdem, Stand jetzt ist Braunschweig für mich einfach die bessere Mannschaft und der klare Favorit. Und ich glaube, sie holen tatsächlich den 5. Sieg in Serie. Ja, sie werden mehr kämpfen, es ist eine größere Einheit dort auf dem Platz und sie erkämpfen sich ein knappes 2:1 und siegen weiter. MDetz, der Gute, geht aber voll und ganz und überhaupt nicht mit. Er ist komplett anderer Meinung. Er sagt, Schalke gewinnt hier 4:1 und feiert Big Points im Abstiegskampf. Und dann kommt es zum Spitzenspiel Erster gegen Zweiter. Besser wird's nicht. Die ungeschlagenen Kiezkicker gegen die seit 9 Spielen ungeschlagenen Kleeblätter. 2 Ligasiege in 2024 von 2 Spielen gegen 2 Ligasiege in 2024 von logischerweise auch 2 Spielen. Aber der FCSP musste Dienstagabend im Pokal gegen Ligakonkurrent Düsseldorf ran. Die Niederlage im Elfmeterschießen hat erstens ein bisschen die Moral gebrochen, denn offiziell ist man jetzt nicht mehr unbesiegt. Wobei in der Liga natürlich immer noch und das war jetzt ja auch nur im Elfmeterschießen. Aber trotzdem, erstens hat es ein bisschen die Moral gebrochen und vor allem hat das richtig Kraft gekostet. Das könnte ein kleiner Vorteil für die Fürther sein, doch natürlich ist St. Pauli trotzdem extrem stark. Auch wenn Marcel Hartl den entscheidenden Elfmeter verschossen hat, der Mann ist richtig gut in Form über die letzten Wochen. Dazu schlägt Neuzugang Kämmlein richtig gut ein und die Abwehr ist sowieso stabil wie eh und je. Das konnte man zum Beispiel letzten Samstag sehen, da haben die Hamburger eben in Düsseldorf noch mit 2:1 gewonnen und das mit einer gnadenlosen Effektivität. Auch Fürth gewann letzte Woche zu Hause mit 2:1 eben gegen Meine Kieler, schon auch nicht unverdient, muss man sagen, auch wenn Kiel mit 2 Pfostentreffern natürlich etwas Pech hat. Und das muss man Fürth ja lassen, sie holen halt die Punkte. Das ist meist keine komplette Domination des Gegners, sondern eher ein hohes taktisches Kontrollieren, gepaart mit exzellenter Chancenausbeute. Und weil die Braun-Weißen das eben auch können, haben wir hier nun mal ein richtig ordentliches Spitzenspiel. Und ganz ehrlich, ich habe auch nicht so wirklich ein Gefühl, in welche Richtung es ausschlägt. Vielleicht jetzt nach dem Pokalspiel könnte das ein Vorteil für Fürth sein, aber St. Pauli ist gut und heimstark und jetzt haben sie auch noch Wut im Bauch. Ich glaube, es wird ein richtig hochklassiges 2:2 Unentschieden. Musti glaubt auch an ein Unentschieden, er sagt 1:1. Im Frankenland empfängt Nürnberg Schlusslicht Osnabrück. Die Klubberer kamen beim 0:3 in Hannover böse unter die Rede. Vom überzeugenden 3:0 Heimsieg gegen Rostock eine Woche vorher war nicht mehr viel zu sehen. Die erste Halbzeit verschliefen die Franken völlig und auch nach der Pause war es deutlich zu wenig. Leistungen, die man über die letzten Wochen immer mal wieder sah, zum Beispiel gegen KSC, Düsseldorf oder auch Kaiserslautern. 36 Gegentore in 19 Spielen und gefühlt auch 19 verschiedene Viererketten. Nun kommt also der Tabellenletzte aus Osnabrück. Die holten zwar gegen Paderborn einen Punkt, aber man muss auch sagen, Paderborn war knappe 75 Minuten in Unterzahl und dann sieht der Punkt irgendwie doch nicht mehr so toll aus. Denn es war das 12. sieglose Spiel in Folge. Dabei waren zwar 6 Unentschieden, aber das heißt halt auch, es wurden nur 6 Punkte aus 12 Spielen geholt. Das ist natürlich der Wert eines Absteigers. Und somit ist es am Ende fast egal, welches Gesicht der FCN zeigt. Entweder das vor 2 Wochen gegen Rostock, das dominante 3:0, oder selbst mit dem schwachen Gesicht und dem schwachen Auftritt in Hannover sollte man diese noch schwächeren Osnabrücker hier zu Hause schlagen können. Ich glaube, am Ende wird es ein 3:1 Nürnberg. Auch Musti stimmt mit einem großen und Ganzen zu, er sagt 2:0 Heimsieg. Im Topspiel am Samstagabend kommt es denn zum Rematch des Relegationsduells 2022 und auch des Pokal-Achtelfinales von vor einigen Wochen, Hertha gegen HSV. Beide Spiele gewann Hertha an den ja sehr, sehr emotionalen Sieg nach Elfmeterschießen mit einem überragenden Fabian Riese und dem Debüt von Nader Dindau im Pokal, erinnert ihr euch sicherlich noch. Und Pokal ist ein gutes Stichwort, denn die Berliner spielten gestern Abend im Viertelfinale gegen Ligakonkurrent Kaiserslautern. Zum Aufnahmezeitpunkt ist das Spiel noch nicht gewesen, deswegen weiß ich nicht, wie es ausgeht. Aber selbst wenn es nicht wie Düsseldorf St. Pauli in die Verlängerung geht, sondern nur über 90 Minuten, kostet das Kräfte. Der damalige Matchwinner Riese und auch der im November, Dezember so starke Florian Niederlechner, so heißt der Mann, sind wohl vielleicht im Pokal dabei, aber auf jeden Fall hier gegen den HSV und das ist extrem wichtig. Die beiden hoben im Winter Herthas Offensive auf ein neues Level und sorgen für diese 9 Spiele-Serie ohne Niederlage und halt auch für den Höhenflug in der Tabelle. Der endete jetzt aber gegen wen ebenso überraschend wie abrupt. Überraschend war auch die Heimniederlage des HSV gegen den KSC. Bereits nach 5 Minuten führten die Gäste 2:0, dann kam der HSV nochmal ran, aber am Ende stand eben die zweite Heimniederlage in Folge, nachdem man die ersten 8 Spiele zu Hause ja alle gewonnen hatte. 4 Gegentore und eigentlich alle zu einfach, das ist bekanntlich das Problem des HSV. Dafür kommt jetzt neue, alte Verstärkung. Noah Katterbach wechselt jetzt doch schon im Winter statt im Sommer zurück zu alter Wirkungsstätte, soll die Abwehr ein bisschen stabilisieren.
Zima, der auch kommen sollte, der kommt wohl nicht. Der Vertrag ist nicht zustande gekommen. Die Stimmen, die den Rauswurf von Trainer Walter fordern, die werden wieder lauter. In Berlin, das ist eine starke Mannschaft. Ich würde behaupten, da musst du nicht unbedingt gewinnen. Aber erstens, Punkt wäre nett. Zweitens musst du besser auftreten. Und drittens, die Defensive sollte stabil stehen. Sonst wird die Luft richtig dünn für Tim Walter. Natürlich, der wurde kurz vor Weihnachten noch von Chef Bolt gestärkt. Und es wurde gesagt, komm, wir gehen gemeinsam durch die Rückrunde. Und na klar, der HSV ist auch immer noch Dritter. Aber die haben halt den Anspruch, jetzt endlich mal aufzusteigen. Und dafür müssen Ergebnisse her. Egal, was gestern Abend im Pokal passiert ist. Außer Riese fällt länger aus, das wäre blöd, das würde ich nur anders tippen. Aber so, mit Riese und Niederlechner gehe ich mit Hertha. Ich sage, der HSV kriegt seine Abwehrprobleme gegen diese beiden nicht im Griff und verliert in Berlin mit 4:2. Musti sagt, es gibt hier ein 2:2 Unentschieden. Am Sonntag kommt es zum Verfolgerduell in Paderborn, wenn Fortuna Düsseldorf zu Gast ist. Die Flingeraner verloren am Samstag knapp zu Hause gegen den FC St. Pauli und revanchierten sich, wie gesagt, gestern Abend im Pokal. Das hat natürlich Kraft gekostet, trotzdem haben die Düsseldorfer viel Qualität und auch Tiefe im Kader und insbesondere offensiv werden sie die Gastgeber vor Probleme stellen. Denn die Ostwestfalen warten noch auf einen Sieg im Jahr 2024. Gegen Schlusslicht Osnabrück gab es, wie gesagt, dieses 0:0, nachdem man 75 Minuten Unterzahl spielte. Gar nicht so schlecht. Kapitän David Kinsombi spielt jetzt wieder mal in der Innenverteidigung, nachdem er irgendwie schon alle Positionen in den letzten Jahren mal gespielt hat. Spielte das auch gar nicht schlecht. Auch die beiden Neuzugänge, Zehnter und Kostons, spielten beide ehrlich gesagt aber nicht sonderlich gut. Trotzdem kann der SCP hier sicherlich mithalten. Die Faunstädter werden auch treffen und ich glaube, sie werden nicht verlieren. Es wird ein 1:1 Unentschieden. MDetz TV tippt 1:0 für Paderborn. In Hannover ist Hansa Rostock zu Gast und beide konnten letzte Woche wichtige Siege einfahren. Die Niedersachsen schlugen den Club hochverdient mit 3:0, Harvard Nielsen traf doppelt und insgesamt 96 hätte noch viel mehr Tore schießen können. Es war mal wieder so ein Spiel, wo sich Hannover in einen Rausch spielte. Doch die Mannen von der Leine sind zu inkonstant. Nur 2 Punkte im Dezember zum Beispiel, das ist zu wenig. Trainer Leitl will nun da weitermachen, wo sie gegen Nürnberg aufgehört haben, warnt aber auch, in der zweiten Liga kann jeder jeden schlagen. Damit hat er auch recht, doch ich sehe Hannover hier schon vorne. Die Kogge gewann zwar in der Nachspielzeit, wie schon im Hinspiel gegen Elversberg, doch ich glaube, unterm Strich ist die Qualität einfach zu niedrig, um gegen starke Hannoveraner mitzuhalten. Auch die kämpferische Leistung bei Rostock gefällt mir nicht so, wie sie im Abstiegskampf sein sollte, deswegen gehe ich hier klar mit Hannover. Ich glaube, das wird ein 3:1 Heimsieg und Musti ist das erste Mal exakt meiner Meinung, auch er tippt 3:1. Und zu guter Letzt kommt es zum Südwestgipfel zwischen der SV Elversberg und dem 1. FC Kaiserslautern. Im Hinspiel gab es ein atemberaubendes 3:2. Nach zwischenzeitlicher 2:1 Führung für Elversberg gewannen am Ende doch die Roten Teufel. Auch da war das Spiel direkt nach dem DFB-Pokal, nur dass damals im August noch beide Mannschaften im Pokal vertreten waren. Jetzt waren eben, wie schon gesagt, nur die Kaiserslauterer gefordert bei Berlin. Natürlich wird es auch für Kaiserslautern Kräfte gekostet haben, egal was heute Abend da passiert. Also für euch in der Vergangenheitsform, wie gesagt, zum Aufnahmezeitpunkt ist das Spiel noch nicht gewesen. Aber sie haben sich gut aufgestellt für die Offensive. An einem Mann kommt aber kein Weg dran vorbei und das ist Ragnar Affe. Mal wieder war er der Matchwinner beim dominanten 4:1 gegen Schalke. In seinen 8 verletzungsbedingt verpassten Spielen holte Kaiserslautern nur einen einzigen Punkt. Das ist natürlich bodenlos schlecht, das Problem bei der Sache. Er ist zwar halbwegs wieder fit, aber nach seiner Verletzung kommen diese 3 Spiele in 7 Tagen viel zu früh. Deswegen wird er wohl nur in einem spielen können. Das könnte hier auf dieses Ligaspiel negative Auswirkungen haben. Denn es geht ja auch nicht gegen irgendwen. Ja, die Aufsteiger aus dem Saarland haben zwar eine ähnlich schwache Phase wie die Roten Teufel, sind aber eine echte Mannschaft, eine echte Einheit und haben ein junges, gutes Team. Die junge Mannschaft von Trainer Horst Steffen arbeitet weiter beharrlich am Ziel Klassenerhalt und ist immer in der Lage, einen Gegner zu schlagen. Ich glaube, das schaffen sie diesmal nicht, aber sie werden wieder treffen. Sie werden Kaiserslauterns Defensive vor Probleme stellen. Aber Kaiserslautern wird auch treffen und so gibt es hier einen Abschluss, ein hochklassiges 2:2 Unentschieden. Musti sieht die Pfälzer vorne, er sagt 2:1 Auswärtssieg und das war's auch schon. Schreibt gerne eure Tipps in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, am Wochenende kommt ein Vlog und tschüss. Aber wir werden sehen. Ich wünsche eine gute Nacht. Peace out.